Hallo im Küchengarten und hallo im Monat Februar. Viele von euch, darunter auch ich selbst, sind schon total gespannt auf die neue Gartensaison. Mir juckt es schon richtig, in den Fingern loszulegen. Es kann auch tatsächlich schon losgehen, und zwar hier herinnen. Jetzt im Februar starte ich mit der ersten Aussaat. Zwar ganz gemächlich, nicht zu viel, größtenteils mache ich das alles erst im März, aber jetzt im Februar fange ich schon an, meine Paprikas und die paar Chilis, die ich anpflanzen möchte, auszusehen, denn die haben eine besonders lange Kulturzeit und wenn ich jetzt im Februar anfange, dann sind sie schon schön groß und stark, wenn ich sie dann nach den Eisheiligen in mein Gewächshaus pflanzen werde. Außerdem habe ich sogar schon angefangen, ein paar Prachtstauden, also genauer gesagt eine auszupflanzen, die mir besonders am Herzen liegt. Und zwar ist das der Muscatella Salbei, der von den Bienen besonders gerne besucht wird. Vor allem von der schwarzen Holzbiene, die ich letztes Jahr hier bei mir im Garten entdeckt habe, worüber ich sehr stolz und erfreut bin. Und diese besondere Bienenart möchte ich mit dieser Prachtstaude fördern und unterstützen. Die ist eigentlich recht schwer zu bekommen im Handel und deswegen habe ich mir Samen bestellt und die habe ich schon ausgesät. Die sind noch herrlich gekeimt, ich habe sie schon pikiert und umgetopft und ich hoffe, dass die jetzt schön wachsen können, bis ich sie dann nach draußen setze in mein Staudenbeet. Mit den Tomaten lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, die kommen dann im März dazu, zu meiner Aussaat. Aber jetzt lasst uns mal schauen, welche Paprika und Chilis ich für dieses Jahr in meinem Küchengarten geplant habe. Könnt ihr euch noch an meine Aufbewahrungskästchen für meine Samen erinnern? Wenn nicht, dann verlinke ich euch das Video gerne darüber, wie ich sie zusammengestellt und geordnet habe. Und heute schauen wir mal, welche Schätze wir da drinnen finden. Von IKEA hatte ich mir ja mal hier dieses Gewächshaus Wächser gekauft. Letztes Jahr habe ich dazu ja ein Video gemacht, wie ich mit der Steinwolle meine Aussaaten gemacht habe. Das verlinke ich euch oben in der Ecke. Allerdings ist es dann nicht so gut gegangen, wie ich mir das gedacht habe. Und es wurde anscheinend sowieso aufgelassen. Das heißt, diese Steinwolleinsätze bekommt man gar nicht mehr. Das wäre hier dieser Einsatz gewesen, wo man diese Steinwolle hineingegeben hat und dann oben ein Samenkorn. Um das jetzt mit Erde zu füllen, ist mir das auch irgendwie zu klein und die Löcher zu groß. Da fällt mir ja die Hälfte wieder durch. Das heißt, ich werde das gar nicht verwenden. Aber das Ding selber ist echt super praktisch. Man kann Licht einschalten. Das heißt, man hat hier eine wirklich tolle Beleuchtung, wenn es jetzt im Frühling oder halt noch im Spätwinter so dunkel ist draußen. Ich schalte das jetzt aber mal ab. Dann sieht man hier besser. Dann hat man natürlich hier den kleinen Gewächshausaufsatz. Und hier diese Wanne, damit nichts passiert beim Gießen. Und die werde ich jetzt verwenden. Und ich habe mir gedacht, schneide mir hier einfach so Töpfchen zu, die dann genau hier reinpassen. Dann kann ich das mit denen verwenden. Mal schauen, wie das hinhaut. Das passt jetzt wunderbar. Da bekomme ich jetzt insgesamt 26 verschiedene Pflanzen hinein für die Anzucht. Mehr kann ich von Paprika und Chili in meinem Garten sowieso nicht unterbringen. Und jetzt fülle ich die mit Anzuchterde.
Jetzt war die ganze Erde teilweise schon sehr trocken. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt mal gut eingießen, um die Erde zu sättigen. Nachher ist das übrigens total praktisch. Durch diese Wanne kann ich auch immer herrlich die Pflanzen von unten gießen, damit sie oben nicht immer zu feucht haben. Das regt nämlich die Besiedlung mit der weißen Fliege an. Da hoffe ich, dass ich dieses Jahr ein bisschen verschont bleibe. Letztes Jahr war das ja eher dramatisch, der Befall. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ich dieses Jahr an Paprika und Chilis auspflanzen möchte. Hier zum Beispiel habe ich die Kevin's Early Orange. Das sind Früchte von 9 bis 10 cm, die sehr früh abreifen sollen. Die habe ich zwar letztes Jahr versucht, allerdings, da es so kalt und feucht war, ist mir da keine einzige ausgereift. Hier haben wir eine Chili, die Chili Kimayo. Das ist die aus der Verlosung meines Adventkalenders. Hier eine kleine Chili. Hier den Paprika, den ich am meisten brauche, den Quadrato d'Asti Rosso. Das ist einfach ein roter, milder Blockpaprika. Und hier einen kleinen, süßen Snackpaprika. Und hier habe ich auch noch einen Snackpaprika, den wir selbst, da weiß ich nicht, welche Sorte es war, diese Sorte hat meinem Sohn einfach so gut geschmeckt. Er hat dann selbst die Samen geerntet und die ist auch im letzten Jahr wirklich herrlich gewachsen und gekommen. Das war von einer Supermarkt-Snack-Paprika, von einer Pflanze, die wir gekauft haben. Und da war ich mir nicht sicher, ob das eine sortenreine Pflanze war, also ob nachher auch wirklich dieselbe Snack-Paprika wieder nachwächst. Aber da hatten wir Glück, es ist genau dieselbe. So, und von denen werde ich jetzt hier je nach Bedarf meine Samen aussehen. Wie gesagt, von der roten Blockpaprika brauche ich die meisten. Das heißt, die werde ich hier als erstes aussehen. Von den Chilis brauche ich nicht so viele. Das soll nur mal immer mal wieder, wir mögen es nicht so gerne so scharf, einfach immer mal wieder so ein Gusto-Stückchen sein. So. Wichtig ist natürlich auch die Beschriftung. Da gab es in so einem bekannten Discounter wirklich um einen Spottpreis so Holz-Einmal-Besteck. Und seien wir mal ehrlich, ob das jetzt auf einem Messer geschrieben ist oder auf einem Mundspachtel, ist doch völlig egal. Also habe ich mir von denen gleich etliche gekauft. Auf denen beschrifte ich das jetzt. Nachhaltig, recycelbar. Somit trennt sich das jetzt ab. Ich weiß, alle Samen, die in diese Richtung ausgesät sind, sind diese roten Blockpaprika, Quadrato d'Asti Rosso. Da habe ich jetzt 11 Stück davon, weil von denen brauche ich am meisten. Da jetzt mache ich jetzt, siebe ich ein bisschen feine Erde noch über den Samen drüber. Drücke es gut an, damit der Samen nicht gleich wieder weggespült wird. Mit meiner Ballbrause gieße ich das Ganze jetzt noch mal vorsichtig an.
Stoffe. Meine Chili hatte ich jetzt in diesem Gewächshäuschen doch keinen Platz mehr, weil ich mehr von den Paprikas haben wollte. Aber das macht gar nichts. Da habe ich jetzt hier so einen kleinen Sechser-Tray. Das reicht mir für die Chilis voll auf. Da mache ich wirklich nicht so viele. Und die kommen jetzt hier hinein. Jetzt habe ich hier dreimal die Chili Capella Orange und dreimal die Chili Kimayo. Und jetzt kommt das Ganze in so eine Plastiktüte, die wird hier so drüber gestülpt. Das Gewächshaus für Arme. Das war mal meine Paprika-Anzucht für dieses Jahr. Wie gesagt, die Tomaten kommen erst im März und da habe ich auch um einiges mehr Sorten. Schön, dass ihr mir heute bei meiner Aussaat zugesehen habt. Es würde mich total interessieren, welche Paprika- und Chili-Sorten ihr denn für euren Garten geplant habt. Schreibt mir doch dazu etwas in die Kommentare. Vielleicht ist für mich auch eine interessante Sorte dabei. In dieser Woche habe ich noch geplant, nach draußen zu gehen und mein neu gebautes Hochbeet, das ich letztes Jahr gebaut habe, das verlinke ich euch hier oben, das Video dazu, das bekommt ja einen Frühbeetdeckel und den möchte ich gerne in dieser Woche noch anbringen, damit sich die Erde schon schön erwärmen kann und ich dort vielleicht frühen Salat und Kohl auspflanzen kann, aber dazu nehme ich euch natürlich mit und das seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Bis zum nächsten Mittwoch, an dem wir uns hoffentlich wiedersehen, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir doch gerne einen Daumen rauf. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.